guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Bestürzung haben wir Ende Februar mitverfolgen, wie die Natur sich bemerkbar gemacht hat und mit gewaltigen Schneemengen zahlreiche Menschen in den Berggebieten Angst und Schrecken, Verwüstung und sogar den Tod gebracht hat. Die Bilder, die auch Ihnen bestimmt in Erinnerung geblieben sind, brauchen keinen weiteren Kommentar. Sie sprechen für sich. Was man machen konnte, ist helfen. Sofort, unbürokratisch und direkt, wie das Patenschaft Gob für Berggebiete schon seit vielen Jahren macht. Ich begrüße jetzt bei uns im Studio Frau Rohr. Guten Abend. Dank der grossen Erfahrung und der persönlichen Kontakt wissen wir von der Patenschaft Gob ganz genau, wo unsere Soforthilfe am dringendsten benötigt wird. In den betroffenen Regionen um Evolène haben wir Futtermittelhilfe geleistet und in Härtefall haben wir im Gartmen und Nessetal Milchgeldersatz ausgezahlt. Erst jetzt, wo der Schnee langsam schmilzt, kann man die enormen Schäden wirklich einschätzen und den Wiederaufbau organisieren. Eins wissen wir mit Sicherheit schon heute. Auch im nächsten Jahr werden wir mit dem Wiederaufbau viel zu tun haben. Für die Beschaffung der grossen finanziellen Mittel sind wir dringend auf Ihre Hilfe und Ihre Solidarität angewiesen. Helfen Sie mit, spenden Sie auf unser Konto 40843-7 mit dem Vermerk Katastrophenwinter 99. Schon jetzt herzlichen Dank im Namen von allen Menschen, die mir dank ihrer Solidarität helfen können. Weg vom Schnee und der Lawine führt uns jetzt Armin Amrain, der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Grüezi miteinander. Es geht nämlich um Melonen aus Südfrankreich und Israel. Und dort ist man bekanntlich mehr auf Sommer und Wärme eingestellt. Egalia und Charanté-Melonen halbieren. Kerne und Fruchtfleisch vorsichtig aus der Schale lösen und die beiden Sorten trennt pürieren. Zucker, Zitronensaft, Wasser und Portwein bis auf die Hälfte einkochen und abkühlen. Jede Hälfte von dem eingekochten Zuckersirup unter die beiden Fruchtmassen mischen und trennt in zwei flache Schalen füllen. Der Entscheid, ob die Olympischen Spiele 2006 in Sion stattfindet, fällt in 14 Tagen. Auch wir drücken natürlich beide Daumen und hoffen, dass alles gut geht und das Wallis gönnt. Wir kommen und unsere schönen Leute sind bereit, wenn die Olympiade Sion 2006 in die Schweiz kommt. Gold für die Schweiz und Gold für Sie gibt es schon heute bei uns im Studio. Wir starten zu der 5. Goldrunde. Das mal offeriert von Lenore Care Aprilfrisch, Limonina, Ariel Classic, Christalp, die vitalen Alpenquellen und von Hero Petit Fruit mit Vitamin C. Jetzt aber sofort zur goldenen Chance, zur Ziehung vom VE Polo Variant im Wert von 21.940 Franken. Durch äußere Eleganz und innere Grösse ladet der Polo zum Wohlfühlen ein. Als typischer Volkswagen bietet er vorbildliche Sicherheit und langlebige Qualität. Beim Benzinverbrauch zeigt er sich sparsam. Umso grosszügiger ist er beim Beladen und überzeugt zudem mit seiner umfangreichen Serienausstattung. Wir sind gespannt, wer das mal Glück hat und die goldene Chance packt. In ein paar Sekunden wissen wir es. Die glückliche Gewinnerin heisst... Herzliche Gratulation! Holen auch Sie sich eine Teilnehmerkarte in Ihrem Go-Laden und machen Sie mit an der nächsten Goldrunde. Die Ziehung ist am 16. Juni hier bei uns im Studio. Vorher schauen wir jetzt aber doch noch, wie das Rezept von Armin Amrain weitergeht. Die beiden Schalen mit dem pürierten Fruchtfleisch und dem Zuckersirup im Tiefkühler eine halbe Stunde lang frieren. Dann mit der Gabel durchrühren, dass keine Eiskristalle entstehen. Dann nachher noch mal eine halbe Stunde tiefkühlen und wieder durchrühren. Jetzt aus den beiden Sorbemassen kleine Kugeln ausstechen und abwechselnd in die gekühlten Melonenschalen füllen. Bis zum Servieren am besten wieder in den Tiefkühler stellen. Und wer Lust hat, kann das Ganze noch mit einem dritten Sorbet, zum Beispiel einem Himbeer von Goldstar, ergänzen. Das sieht dann noch attraktiver aus. Das Rezept, Sie wissen es ja, steht in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Danke, Armin, für den erfrischenden Vorschlag. Und mit dem sind wir bei unserem wöchentlichen Aktionsangebot angelangt. Die Galia-Melonen, die Sie für das Rezept brauchen, kommen Sie über zum Aktionspreis für 1,40. Auch Schweizer Eperi sind günstiger. Die Schale kostet 3,90. Matschi-Bouillon im Duopack kommen Sie für 3,95 über. Und mit der Go-Profit-Karte gibt es Sonnenblumenöl, 1 Franken günstiger. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.